You got 16. We're running at a 15,000 altitude, going about 185. Ich finde das gut. Der Junge trollt die anderen nämlich. Die anderen regen sich nämlich auf, dass er redet. Und dann soll einfach No Fucks Given weitermachen. Der Junge trollt die richtig. Nice Community. Es gibt keine gute Community. Gibt es einfach nicht in Online-Games. Gibt es in keinem Game. Vielleicht, wenn das so ein Spiel ist mit so 100 Leuten in der Community, dann können vielleicht alle noch cool sein. Und da würde ich voll gerne mal hin, eigentlich. Da müssen wir irgendwann mal hin, in den riesen Supermarkt von Dawn of the Dead. Tag zu Basa. Folget mir. Folget mir. Folget mir. Oh, da geht die Treppe aber richtig in den Boden. Das habe ich gesehen. Spiel, das habe ich gesehen. Du kannst dich nicht vor mir verstecken mit deinen Fehlern. Ach, shit. Legroni wieder. Wir sehen halt jetzt so wieder richtig aus wie so ein By the way. I try to say. Genau so sehen wir aus. Stand in the line to see the... Crossbow! Okay, Leute, das erste wird wieder ein Crossbow-Kill. Das erste, was heute passiert, okay? Ach, shit. Shit. By the way... Okay, okay. Crossbow kill incoming. Crossbow, crossbow. Super schön. Beste Community hat Vanguard für dich aus. Okay, wir müssen Tschüss sagen. Obwohl, wir sagen lieber Tschüss zur Shotgun, oder? Und behalten die Crossbow. Das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn. Da die Crossbow ja einfach viel geiler ist. Als der Rest. Flashhider. Ne, wir nehmen den Kompensator. Dann treffen wir auf jeden Fall besser. Das ist gut. Okay, wir machen auf jeden Fall einen Kill mit der Crossbow. Ich verspreche euch das. Okay. Warte. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich verspreche euch das. So wie vorhin auch. By the way... Lass uns mal was killen. Komisch, wie nie einer bei mir ist, wenn ich als erstes eine gute Waffe finde. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich dezent verarscht. Was war hier? Nix. Ich loot hier weiter. Ich fühle mich, als könnte ich mich auf jeden Fall gut verteidigen. Falls irgendwas ankommt. Code! Mad Max. Mad Max. Okay, wir müssen eigentlich die UMP mitnehmen, oder? Ach, ich kann das nur damit tauschen. Ist ja verarsche. Warum? Das sollte nicht... Ah doch, es geht. Wollte gerade sagen. Das sollte aber nicht so sein. Ich habe euch einen Bogenkill versprochen, Leute, ne? Wir holen das nach. Ich schwöre euch, wir holen das nach. Ich lüge euch nicht an. Wir haben schon einen, aber ich mache noch einen, ich schwöre. Okay? Irgendwann in den nächsten Tagen ist es soweit. Glaubt einfach an mich. Glaubt einfach weiter an mich. Und ihr werdet sehen, dass alles möglich ist in dieser, auf dieser Welt. Glaubt an mich. Spielst du gerne Computerspieler, Vanguard, oder ist das nur ein Job für dich, so wie bei Noten? What? The fuck? The fuck is going on? Okay, wir müssen eine AKM mitnehmen. Die AKM ist ein krasses Ding.
So, warte. Zurück. Oh, guck mal, der erste Kreis ist schon halb im Meer. Das ist einfach nur 40% Land im ersten Kreis. Okay. Müssen wir das? Fuck, hier kommt ein Auto an. Boah, wenn der mich überfährt jetzt, wo ich so geile Waffen habe, dann raste ich. Wenn der es wagt, mich zu überfahren, der Typ. Ich will ihn trotzdem killen. Glaubt an mich und alles wird gut. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, was soll ich machen? Ich bin halt schon gerne ein Computerflittchen einfach, ne? Ich finde das geil. Ja, das kann man nicht wirklich mit Daisy Standalone vergleichen, das Game. Meiner Meinung nach. Ganz anderes Spielprinzip, ey. Pack mal den Flash-Hider da dran. Dann weiß wenigstens keiner, von wo er getötet wird. Man kann in dem Game aber auch einfach random schnell sterben, wenn man Pech hat. Ich schwöre, manche Leute, ne, die schießen einfach direkt ins Gesicht. Die drehen sich um, bam. Platt. Was glänzt denn hier so auf dem Boden? Ja, H1Z1 / Battle Royale, würde ich sagen. Also deine Subs alles freier und die anderen einfach nur Spanner. Genauso, Timpleton. Genauso. Du bist quasi einfach ein Spanner, der gerne zuguckt. Und das auch noch umsonst. Ist das nicht ein geiles Leben, ey? Ja, Flash-Hider. Muzzle-Flash-Hiden. Wie der Name sagt. By the way, I try to say... Das wird ein richtiger Abfahrkreis übrigens. Aber okay, ich meine, wenn der zweite hier ist, ist das dann eigentlich egal. Aber wenn das jetzt so weitergeht und das ist immer so an der Küste. Scheiße. Oh fuck. Ah, doch nicht. Er hat mich doch nicht gesehen. Ich dachte, er bleibt stehen, weil er mich gesehen hätte. Lass hinterher. Nenn mich lieber Voyeur. Okay, du bist ein Voyeur, was ihr auch immer wollt. Was auch immer euer Fetisch ist. Ihr dürft hier alle. Fuck. Kann man eigentlich aus dem Auto rausspringen? Für umsonst. Das war nur ein Hit, aber er lebt noch. Boah! Warte, mein Freund. Warte, mein Freund, ich komme gleich zu dir. Wo ist der hin? Da sind beide. Warte, sobald der lootet, okay? Sobald der lootet. Aber Bu, vielen Dank für deinen Support, mein Junge. Vielen Dank. An dich und Puzzelinchen auf jeden Fall. Warum geht er denn nicht looten? Geh looten. Habe ich eine Granate? Ich habe Molotow-Cocktail. Aber bringt nichts. Das war nicht auf mich, oder? Beweg mich trotzdem mal weg. By the way. Ah, der riecht den Braten, der Typ. Der weiß, dass hier noch einer ist. Der riecht den Braten. Der geht nicht looten. Ich muss einmal aufpassen, weil hinter mir kommen wieder Autos. Ich habe keinen Bock, überfahren zu werden, ernsthaft, ey. Wenn er da jetzt hinfährt... So. Jetzt wobbelt der wieder... Jetzt wobbelt der wieder so geil da drin rum. Gib doch.
Wie lange das dauert hier? Oh, der hat eine Weste 3. Shit, yes. Der hat eine Dreierweste, der Typ. Okay, gib mir das Auto. Give me the car, I see you then tonight. Moin, so Kampfstroh. Fahren wir mal direkt ein bisschen rein. Loser was banned. Ach, bei Späßen bann ich nicht. Man weiß ja, bei wem das Spaß ist und wer so einfach in der Community ist und wer einfach dazu kommt und Nazi sein will. Den Unterschied bemerkt man ja. Boah, ich bin jetzt erschrocken von meiner Zündung, ey. Holy. Gibt's hier eigentlich nur freies Feld? Da, auf dem Haus ist eigentlich cool. Aber wenn es so einen Felsen geben würde, wo man von einer Seite zum Beispiel nicht reinkommt, ne? Wo man nur von einem Weg reinkommt. Das ist so also optimale Place to be. Vielleicht ist hier noch nicht so viel gelootet an der Küste. Obwohl, die Flugzeuge kommen von verschiedenen Seiten rein, ne? Irgendwer ist halt einfach in seinem Flugzeug als erstes abgesprungen und dann ist er hier. Und hat auch gelootet. Ja, es ist ein alter Dacia. Denke ich mal, oder? Ich denke mal, das soll sogar so aussehen. Ach, man kann während man fährt steuern und die Attachments verwalten. Und ich fahre extra jetzt in eine sichere... Ich wollte extra jetzt dahin fahren, wo es sicher ist, um mein Attachment zu verwalten. Und dann sehe ich, dass das alles so geht. Okay, meint ihr, das sind Daisy-Steine? Und wir sterben? So, also wenn es irgendwo sicher ist, dann hier, wo ich bin. Okay, passt auf. Wir machen... das 4x-Scope auf unsere M4. Das kann weg, das kann weg. Wir haben nicht viel für die Heilung. Hallo? Aber immerhin ein bisschen. Ich hätte gerne mehr. Ich hätte gerne mehr Heilung. Okay. Das ist also relativ sicher dann hier. Ja, oder so ein Lader. Aber ich muss eigentlich voll dringend auf Klo. Ich könnte eigentlich gehen hier, oder? Hier ist doch 100 pro keiner. Aha. Sollen wir drauf snipern? Wir können nicht mal wirklich so mit dem Auto hinfahren. Wir sind zu früh da. Das ist ganz schön weit weg, oder? Das landet irgendwo dahinter. Ich kann das nicht mal sehen. Also ich könnte hinfahren und drauf snipen. Also snipen in Anführungsstrichen. Mit einem 4 halt. Ich hätte auch gerne einen Scope für die. Oh, das ist meine Nahkampfwaffe dann. Daisy und BR. Daisy hatten wir nur eine Stunde. Eine Stunde. Dann haben wir gewechselt und Battle Royale hatten wir noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob Battle Royale kommt, weil ich wollte halt gucken, wie dieses Game einfach wird. Und solange das Bock macht, mache ich das halt auch gerne. Auch zwei Autos hintereinander. Okay, Freunde, seid ihr ein Team oder ballert ihr euch gleich ab? Mal gucken, wer stirbt. Ich hol mir den anderen. Haha! Das war cool. Das hatte Aroma. Wisst ihr? So zu warten. Und den dann. Zum Glück haben wir den auch zweimal getroffen.
Das hatte Aroma, meiner Meinung nach. Geile Position. Hier. Also hat sich schon quasi gelohnt. Aroma, das war Aroma. Arm juckt. Das könnten wir voll als Falle nehmen. Ohne Scheiß. Warte, lass mich mal das Auto ein bisschen verstecken mehr. Dass man das von da nicht so sieht. Das ist immer noch voll die gute Falle eigentlich. Weil irgendwer da vielleicht gleich lootet oder sich ein Auto schnappen will und bam. Ja, das ist schön, Pony. Das freut mich für dich. Jetzt kannst du aufs Klo. Das wäre echt doof. Stell dir mal vor, wir wären aufs Klo gegangen und wir hätten jetzt den Kill nicht gehabt. Aber wenn ich jetzt aufs Klo gehe, passiert sowas vielleicht schon wieder. Also ich kann nicht aufs Klo gehen. Ist unmöglich. Habt ihr das Zischen gehört? Ist da irgendwas im Wasser? Ey, ganz im Ernst, wenn da jetzt was aus dem Wasser kommt, über den Berg läuft und mich tötet, dann weine ich 7 Tage durch. Dann weine ich einfach 7 Tage durch. Ach, guck mal, da ist wieder ein Auto. Der wird die leider nicht sehen. Schade. Fahr hier hin! Ich sollte eine Smoke Grenade hinwerfen. Am besten eine rote, damit die Leute denken, da wäre ein Drop und dann holt man die. Eigentlich eine gute Taktik. Windelgard. Wenn ich jetzt eine hätte, ne? Aber ich glaube, das ist eklig. Man ist ja trotzdem drin. Die Windel wird feucht. Warte! Jetzt droppt er hier was für uns. Wartet. Drop. Drop am besten direkt hier, Mr. Flugzeugpilot. Drop. 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 Jetzt schon zu spät. Er sollte hier oben droppen. Damit das nicht so lange runterfällt. Okay, passiert hier noch mehr? Wir sind echt ein Sniperenio. Nimm noch die AK als Range. Ja, das würde sich eigentlich mehr lohnen. Aber einfach wegen des Kalibers. Aber ich will nicht so schnell umsteigen später und ich will lieber die AK im Close Combat haben, um die Leute schneller zu killen, wenn die in meiner Nähe sind, weißt du? Ich meine, ich könnte auch einfach alles mit der AK machen. Ich könnte einfach das Scope ab und wieder draufziehen. Nur ich habe hier zum Beispiel was für den Kompensator. Ich könnte den Kompensator auch hier drauf packen. Vielleicht soll ich das nachher machen. Aber ich habe hier den Griff dran. Ich habe einen Kompensator dran. Dadurch glaube ich, ist die Waffe vielleicht einfach stabiler. Aber warte, da ist jemand. Vielleicht haben wir ja Glück und der lootet. Boah. Man kann nicht immer zielen. Loote! Loote die Autos. Hä? Hä? Ach, der rennt jetzt da hoch? No! Loote die Autos, du Arsch! Dafür warte ich hier. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Loote die Autos. Hast du schon mal nach links geguckt? Hast du mal die tollen Autos gesehen, die da sind? Dreh dich um. Dreh um. Dreh um. Folge meiner Stimme. Ein roter Fleck ist immer eine Bombenzone, so wie bei Arma 3 Battle Royale. Die wird dann ausgebombt und da sollte man einfach schleunigst raus. Der sah aus, als hätte der voll die coolen Sachen an. Irgendwie. Okay, ich muss ja jetzt aber langsam rein. Aber ohne Auto. Weil ich will jetzt nicht mehr auf mich aufmerksam machen. Ich hoffe, das ist nicht so H1Z1-mäßig, dass dann einfach immer jeder ein Auto hat im Finale. Obwohl ich letztens Battle Royale ja auch mit dem Zamek im Finale gewonnen habe. Also war schon cool. Hast du nicht ein zweites Scope? Yo. Yo. LOL. Harry Potter Smoker.
Also die guten alten Potsmoker, Mann. Die machen die neuronalen Connections und denken an sowas. Cool. Wir können mal... Es ist wieder nur ein Busch. Wir können ja mal auch nach dem Loot schauen, ne? Ich meine, gelootet hat die ja keiner. Ich bräuchte halt genau sowas wie Energy Drinks. Bräuchte ich einfach. First Aid Kits. Können wir alles mal mitnehmen. Kein Platz mehr? Okay, ist egal. Wir haben genug. Wir haben genug Muni. Will ich mal behaupten. Warte, lass uns das mal eben kurz umstecken und packen das hier drauf. Damit ich besser damit sprayen kann. Im Nahkampf gleich. Kommt da noch was? Okay, der Kreis ist jetzt wenigstens wieder im Land. Oder auf dem Land. Stell mal vor, der Kreis wäre hier. Alles schwimmt im Wasser. Ich meine, es ist eine Beta, ne? Wer weiß, ob sowas vielleicht doch passiert oder so. Aber das ist gut. Wir brauchten die Medic-Schitte. Da ist einer im Haus drin. Da ist 100 pro einer im Haus drin, Mann. Mal gucken, ob der irgendwann rauskommt. Man hört die Steps ja dann doch schon recht weit, ne? Ich bleib mal lieber schon mal so gehockt, dann können wir schneller im Notfall draufhalten. Ja, ja, ja. Ist natürlich gut geschützt, aber man hört jeden Step in dem Haus. Ich würde ihn jetzt nicht wirklich rushen, aber wir wissen, dass er drin ist. Wenn er unten rausgeht... Scheiße, ich muss gleich weiterlaufen. Fuck. Nee, warte, wir nehmen das Auto jetzt. Das wird sonst zu knapp. Ich fahre jetzt mit dem Auto rein. Schaffen wir das nachher gar nicht mehr richtig. Aber wir können jetzt zur anderen Seite dieses Kreises fahren. In der Hoffnung, dass von da vielleicht keiner reingeht. Oder dass da keiner ist. Wenn wir quasi zum anderen Ende fahren. Hier in den Häusern werden 100 pro Leute sein. Wette ich meinen Arsch drauf. Vielleicht ist die Seite hier sicherer. Ne, von da hinten ballern die. Aber die sind jetzt gar nicht mehr im Kreis. Die sterben bestimmt. Auch gleich. Okay, von hinten kamen Schüsse. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, ob da jetzt gleich einer von hinten in den Kreis reinrennt. Da müssen wir mal drauf aufpassen. Hallo Flugzeug. Okay, ist kein Drop. Ich hoffe, die sterben einfach alle, die draußen sind. Dann haben wir hier weniger zu tun. Da. Da
Das war ein Headshot. Headshot. Nur noch 6. Ich bin schon länger hier. Das ist meine Seite, mein Freund. Ich bin schon länger hier. Das Gesetz des Älteren. Ich finde die Sound, ich finde den Sound voll geil. TM4. Bam, bam. Klingt halt auch mal wenigstens gut, oder? So, die anderen sind bestimmt auf der anderen Seite. Können einfach schon mal in die Richtung rennen. Fuck. Sollen wir es riskieren? Ich meine, wir haben ja Level 3. Boah, im letzten Kreis ist es wahrscheinlich super doof, das zu tun, oder? Oder halt zu einem dieser... Ach, scheiß drauf. Ich wechsle das jetzt auch nicht um. Ich will so weit oben irgendwie stehen wie möglich. Okay. 5 noch alive. Und das wieder ein Scheißplatz 3 wird. Man hört die. Aber jetzt wissen auch alle, dass ich hier bin. Alter, ich habe Steps gehört. Als wäre das... Also so Häuser-Steps. Habt ihr das auch gehört? Ich glaube, hier ist eine gute Posi, oder? Hier oben bleiben wir. AKM is life, AKM is love. Ich komme von hier nur nicht mehr in den Kreis gleich rein. Wo? Ich komme hier gleich nicht mehr in den Kreis rein, weil ich kann ja nicht den Hügel runterspringen. Viel zu hoch. Muss mal kurz ein bisschen rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das hier geht, ey. Aber irgendwelche Hügel müssen hier wohl noch drin sein, oder? Jetzt laufe ich gleich in einen rein und dann killt der mich, weil der mich hört. Ich renn mal nicht so laut. Kein Bock jetzt dasselbe zu machen. Ist das hier drin zufällig? Scheiße, ist nicht drin. Nicht drin, scheiße. Das ist drin. Auch nicht. Fuck. Das ist drin. Wir sind drin, Boys. Wir sind drin. Ulala. Fucking knapp, aber wir sind drin. Scheiße, die Leute in den Häusern, Mann, die haben... Oh, fuck. Irgendwer ist in den Häusern und der hat ultra den Vorteil. Der Kreis wird... Ich weiß es nicht. Der letzte Kreis... Gleich. Ich weiß nicht, ob das Haus dann noch da drin ist. Es sind immer noch zwei andere Leute da und wir wurden bisher oft schon Dritter. Dritter forever, ey. Forever, forever dritter Platz. Mein Fluch.
Alle guten Dinge sind drei. Dreimal Dritter oder so. Ich sollte mit auf dem höchsten Feld sein. Ja, die sind scheiße, Mann. Fuck. Die sind in dem Haus drin. Und haben super einen Vorteil da. Positionsvorteil. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo rein. Spring bitte. Bitte! Er springt nicht. Ich hasse mein Leben, ne? Ich schwöre, ich hasse mein Leben so sehr, ne? Meine Fresse. Das gibt's doch einfach nicht. Ich komme von hier hinten aber rein. Okay, weißt du jetzt, wo ich bin? Ist mir egal. Ich kann in dem Haus nicht in den nächsten Kreis. Gibt's doch nicht. Okay, wo ist der letzte? Der muss ja hier drin sein. Oder? Wo soll der sonst sein? Gibt's irgendwie eine Zeit? Ist irgendwann vorbei? Ich habe eine Granate, ne? Soll ich mal eine Granate reinwerfen? Hallo! What the fuck? Es hat sich angehört, als wäre das von hinten gekommen, oder? Zum Teufel ist der. Hä? Da muss der ja da um die Ecke sein. Wird das irgendwann noch kleiner? Verlieren irgendwann beide, wenn man sich nicht killt? Kann ich rausrennen? Ich wette nie wieder mit dicken Setface. Pony. Sollen wir einfach reinrushen jetzt? Sollen wir rushen? Der muss da um die Ecke sein, oder? Hinter der anderen Baracke da, sonst geht das doch gar nicht. Alter, der ist einfach nicht hier drin. Okay, ist das ein Hacker? Okay, der letzte ist ein Hacker, oder? Alles klar. Oder ist der wo? Ne, der ist ja nicht hier. Also wenn er jetzt gleich neben mir ist. Okay. Muss ein Hacker sein oder so, glaube ich. Hacker oder Bug-User, ja. Eins von beiden. Gerade die Stimme, die kam von hier oder so. Als ich die Stimme gehört habe. Kann man von innen aufs Dach?
Ach so. Der Typ ist auf dem Dach, meint ihr? Dann hätte er mich doch abgeballert, oder? Hört sich an, als wäre der unter mir, neben mir, in mir. Hä? Fuck, 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 fuck! Winner! Der ist gestorben! Er ist am Kreis gestorben! Oh Gott, dann war der irgendwo versteckt. Ich dachte, der... Okay, ich dachte, das war der Hacker. Wir haben gewonnen. Winner. Ganz klar outplayed. Ganz klar outplayed.